Mi, 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 mi. Hallo, hier ist mal wieder der Querpt und ich begrüße euch wie immer zu einem neuen Video. Und das ist schon ziemlich lange her, dass ich das letzte Mal eins gemacht habe. Aber für die, die doch tatsächlich ein Video oder weitere Videos sehen wollen, ich habe noch zwei in petto, die nach diesem Video ja eigentlich direkt released werden sollten. Sollten, ja, doch, ja. Und ja, mal sehen, wie die ankommen. Es ist Halo Wars und ich bin mir selbst noch unschlüssig, ob ich sie gut oder schlecht befinden soll, aber ich überlasse die Entscheidung einfach euch. Und egal, aber dazu kommt es noch gar nicht, weil sie sind noch nicht draußen. Somit steht das gar nicht zur Debatte. Tja, im Hintergrund läuft, ich habe keine Ahnung was, aber das sieht man ja meist am Anfang des Gameplays dank meiner tollen Animation. Und ja. Ich sollte vielleicht erstmal anders anfangen. Strukturiert zur Abwechslung wäre auch mal ganz praktisch, aber Struktur, wer braucht das schon? Halte ich für ein Gerücht. Also, ne? Egal. Denn das ist mein erstes Video, das ich mache im Jahr 2014. Tatsache. So lange habe ich schon wieder kein Video gemacht. Und gut, es ist nicht ganz true, wollte ich gerade sagen. Nur Anglizismen sind tight. Nein, es ist nicht ganz wahr, weil ich hatte schon mal eins aufgenommen gehabt, wo ich schon mal darüber geredet habe, dass es seit langem mein erstes Video ist in diesem neuen Jahr. Um dann aber festzustellen, dass ich einfach so lange gewartet habe, damit es zu schneiden, dass die Tonspur mal wieder vollkommen veraltet ist und ich sie deswegen eigentlich gar nicht mehr verwenden brauche, weil mich sonst jeder drum anschaut. Auf jeden Fall zu diesem Anlass wünsche ich euch erstmal ein frohes Neues und hoffe, ihr hattet frohe Weihnachten. Ich hatte das ja, ich hatte auch vor kurzem Geburtstag. Krasser Shit. Bin aber nicht darauf aus, dass ihr mir jetzt alle zum Geburtstag gratuliert. Nein, sondern möchte auf etwas anderes hinaus, nämlich, dass ich jetzt endlich eine Xbox One habe. Ja, die ich aber momentan noch nicht verwenden kann. Mist. Wer den genauen Hintergrund dazu erfahren will, der wird jetzt von mir gemeinerweise Cliffhanger-mäßig auf unseren Blog verwiesen, den man in der Beschreibung findet, um dort einfach aus purem Egoismus die Seitenaufrufe zu steigern. Nein, eigentlich wollte ich nur darauf aufmerksam machen und deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche irgendeinen kleinen Cliffhanger, damit irgendwer denkt, der müsste da drauf drücken. Denn vielleicht interessiert es ja doch jemanden. Aber nun erwähne ich es wohl am besten gleich mal ganz klar. Blog, ihr habt richtig gehört, es war nämlich schon länger geplant und diesen Blog gibt es auch schon ziemlich lange. Denn dieser Blog war ursprünglich zuständig und ist es auch immer noch für unseren Podcast. Podcast, Blog, hä? Wird sich da manch einer fragen und da hat er vollkommen recht. Denn eigentlich hängt das überhaupt gar nicht zusammen, denkt man. Jedoch gibt es, wenn man einen Podcast veröffentlicht, mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man bezahlt einen Podcast-Hoster. Also es gibt drei Möglichkeiten, wenn man einen. Nummer eins wäre, man bezahlt einen Podcast-Hoster und darf dann dort einen Podcast hochladen. Und der sorgt dann dafür, dass das Ganze auf iTunes wandert und sonst wohin und dass es für jeden verfügbar ist. Der kostet aber Geld, wie das Wort zahlen schon mit beinhaltet. Gut, es gibt ein paar kostenfreie, aber dort ist es dann so, dass bei den meisten, die ich zumindest gefunden habe, entweder kommt irgendwie Werbung oder der Speicherplatz wird nach einer Zeit gelöscht, also alte Podcasts werden dann nach einer Zeit gelöscht und so weiter und so fort. Und deswegen war das nichts Halbes und nichts Ganzes und deswegen haben wir uns was Halbganzes ausgedacht. Das ich glaube ich aber auch schon mal erläutert habe, aber ich tue es zu Anbetracht dieser Situation nochmal. Aber davor sollte ich vielleicht auch noch die zweite Möglichkeit erwähnen, bevor ich zum Schluss komme. Genau, Möglichkeit Nummer zwei, man hat selbst einen Server und lädt den Shit dort hoch. Habe ich aber auch nicht, denn der kostet auch Geld. Und Möglichkeit Nummer drei ist unsere Lösung momentan, nämlich man verwendet einen Blog und in diesem Blog, in den Posts des Blogs bindet man
Links zu Dateien ein, die man zuvor woanders hochgeladen hat. Ich selbst benutze da, oder wir vielmehr, thearchive.com, weil ich die eigentlich ganz okay finde und die dort so total gemeinnützig sind und deswegen auch kostenfrei und shit und ja. Und diese Mediendateien, die dann dort hochgeladen werden, werden in den Blogpost eingebunden über einen speziellen Link. Und der RSS-Feed vom Blogpost, wer nicht weiß, was RSS ist, das genaue Kürzel weiß ich jetzt gerade auch nicht. Aber es ist ein Protokoll, das dafür zuständig ist, aktualisierte Inhalte mitzuteilen. Ja. Nun, ich glaube, den meisten ist es daraus wahrscheinlich auch nicht schlüssig geworden, was ein RSS-Feed ist. Auf jeden Fall sorgt es dafür, dass wenn irgendwo auf irgendeiner Seite sich irgendwas verändert, der User, der diesen RSS-Feed abonniert hat, benachrichtigt wird. So, in diesen RSS-Feed des Blogs kann man jetzt mit einem Dienst von Google, nämlich Feedburner, was ganz gut passt, weil wir Blogger benutzen als Blog. Plattform und die ist auch von Google, also so voll Google-System Schissel McGrizzle. Und Feedburner macht es so, dass man diesen RSS-Feed für einen iTunes-tauglichen Feed, iTunes-tauglichen Podcast-Feed, burnen kann. Blick links, Blick rechts, keine Ahnung, fällt gerade keine gute Bezeichnung dafür ein. Also der verändert den Feed so, dass der für iTunes als Podcast-Feed durchgeht und dann geht das Ganze auf iTunes oder sonst wohin. Und genau so haben wir das gemacht und deswegen existiert dieser Blog schon so lange, wie unser Podcast auf iTunes ist und das ist doch mittlerweile schon auch eine ganze Weile. Und irgendwann sind wir dann zu der Idee gekommen, dass wir uns vielleicht eine Website machen wollten, also Psycho und ich, und die kostet. Und dann kamen wir zu dem Schluss, dass es doch wohl sinnvoller sei, den Blog einfach umzufunktionieren zu einer Pseudo-Website, wenn man so möchte. Und genau das haben wir jetzt getan und wir haben dort vor, einfach hin und wieder mal unsere Meinung über Gott und die Welt in Textform zur Verfügung zu stellen, falls es den ein oder anderen interessiert. Ich habe das ja zumeist auch schon in meinen ausartenden Beschreibungen, Videobeschreibungen gemacht. Dort ist mir dann die gänzliche Freiheit gelassen, da ich mich nicht an ein Zeichenlimit halten muss und tut mir leid, und wen das interessiert, der kann da ja mal vorbeisehen. Würde mich sehr freuen. Und genau. Und dann kann man dann auch meine Xbox One Fail Story lesen. Ja, die hoffentlich bald zu einer Win Story wird, aber mal sehen. Genau. Dann, was hat sich noch geändert? Eigentlich nicht wirklich viel, zumindest fällt mir gerade nicht wirklich was ein. Hauptsache kann ich schon mal sagen, wir leben noch, ja, wir sind in letzter Zeit nur recht inaktiv. Aber das wird sich eventuell auch ändern, Titanfall ist draußen, also nein, nicht, aber die Beta, schon mal ein Anfang. Und das hat doch auch die Motivation wieder gestärkt, weil es sich herausstellen sollte, dass Titanfall doch tatsächlich ein relativ guter Shooter zu sein scheint, wobei das natürlich auch noch nicht ganz feststeht, denn das finale Spiel ist noch nicht draußen und bis dahin kann noch vieles sich zum Schlechten wenden. Aber bis jetzt scheint es, als wäre es ein Top-Notch-Shooter oder mal wenigstens einer der wenigen besseren. Und das hat doch dann auch wieder die Motivation am Spielen gestärkt und somit auch einhergehend die des Videomachens und die sollte jetzt eben auch hier dann in Kombination mit Blog und ähnlichem weitergehen. Genau. Ja. Irgendwas wollte ich die ganze Zeit noch sagen, aber jetzt habe ich es irgendwie wieder vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Tja. Egal, den habe ich jetzt dann so angefangen, so ein bisschen visuell zu gestalten. Ich glaube, das wird sich aber noch einer Änderung unterziehen, weil das Design an sich, das ich jetzt für den Blog gemacht habe, finde ich zwar nicht schlecht, aber es ist einfach eigentlich kein gutes Design. Es ist so ein typisches YouTube-Channel-Design. Das ist halt,
Ich finde es zum Lesen, wenn es darum geht, dass man eine Website hat, auf der man lesen soll, lenkt es zu sehr ab. Man kann sich nicht wirklich also man kann sich schon auf den Text konzentrieren, aber es ist noch nicht optimal. Ich werde nämlich schauen, dass ich eine relativ stilisierte Variante dann finde, die dann eben besser für das Auge ist. Und jetzt sperrt sich mein PC und ich hoffe, im Hintergrund geht nicht Shit ab. Mal hier entgegenwirken, der in letzter Zeit sehr langsam geworden ist. Ich muss mal sehen. Also ich meine, mein PC war ja noch nie wirklich schnell. Aber jetzt in letzter Zeit hat er wirklich komplett abgebaut. Was auch daran liegt, dass irgendwie, ich glaube fast, ich habe ein Virus drauf oder so, weil durchgehend übelst viel Arbeitsspeicher belegt ist. Also für meine Verhältnisse gut. Jetzt kommt die erste peinliche Sache. Der PC hat nur 1 GB Arbeitsspeicher. Nun, gut, das ist eigentlich wirklich deutlich zu wenig, aber von diesen 1 GB sind auch durchgehend 2 belegt. Wie 2 belegt? Natürlich, eine Auslagerungsdatei. Und das nur, wenn ich den Browser offen habe und der Browser wäre Firefox. Gut, okay, Firefox ist mittlerweile nicht mehr der Browser, der sich damit rühmen kann, der ressourcenschonendste zu sein, aber trotzdem ist es dennoch ein wenig viel dafür, dass es nur Firefox ist. Deswegen schätze ich, dass irgendetwas im Hintergrund ganz gemein und böse dazu übergeht, meinen Arbeitsspeicher zu missbrauchen. Ja, und deswegen habe ich letzte Zeit große Angst, weil es vermehrt zu Problemen dann kommt, wenn der Arbeitsspeicher eben sich seinem Ende neigt. Wer hätte das gedacht? So. Genau, hätte ich das auch gesagt. Was könnte man noch sagen? 1, 2, 1, 2. Ja, ich könnte zum Beispiel noch sagen, dass Halo Wars in letzter Zeit mit eines meiner meistgespielten Spiele ist. Im Zusammenspiel mit GTA 5. Ich bin ja eigentlich kein GTA-Spieler gewesen und bin es auch immer noch nicht. Aber Open Worlds haben mich schon immer interessiert und online macht mir das ziemlich viel Spaß, weil es halt einfach einem die volle Freiheit bietet. Was mich auch schon bei Forza Horizon ziemlich in den Bann gezogen hat, weil ich jemand bin, der sehr gerne einfach nur random irgendwie durch irgendwelche Open Worlds zieht und sich das Zeug anzieht, das dort zur Schau gestellt wird. Und da konnte auf jeden Fall GTA meinen Entdeckergeist ansprechen. Die Story ist eigentlich auch ganz lustig, von dem, was ich bisher mitbekommen habe, was ungefähr de facto 10 Minuten sind. Okay, ein bisschen länger, aber ich weiß nicht, bis jetzt hatte ich noch nicht die Muße, sie durchzuspielen. Und ja. Aber ich hatte in letzter Zeit wirklich auch ziemlich oft keine Muße, irgendeinen Singleplayer zu spielen. Ich habe noch so viele Singleplayer von Games with Gold, was übrigens eine saugeile Aktion von Microsoft war und oder ist, und ich hoffe, die bleibt uns erhalten. Weil einfach so viele alte Spiele, die man nie gespielt hat, da bekommt man jetzt gerade die Chance dazu. Denn letztens gab es mit Games with Gold den sogenannten, nein, was laber ich eigentlich? Gab es Metro 2033. Genau, nicht Last Light, aber 2033. Und das ist ja auch ziemlich geil. Und das habe ich auch noch nicht angespielt. Aber mir schon runtergeladen. Mal sehen, vielleicht wieder was raus. Genau. Damit neigt sich jetzt, glaube ich, auch die Sache hier ihrem Ende zu. Ah ja, was ich vielleicht noch ganz kurz sagen könnte, ist an alle, die in letzter Zeit irgendwie mit mir zocken wollen, ich spiele relativ selten Halo 4 mittlerweile, da die Langzeitmotivation davon irgendwie nicht mehr gegeben ist, vor allem weil es in letzter Zeit relativ frustriert. Obwohl ich sogar sagen muss, dass ich in dem allerletzten Game, an das ich mich momentan erinnern kann, sogar sehr viel Spaß hatte. Und ja, deswegen ja, bin ich da momentan nicht so für zu haben, falls mich da mal irgendwer immer einlädt. Sorry an alle die. Aber das bedeutet auch was anderes, nämlich, gut, okay, ich habe mittlerweile eigentlich immer noch viele Gameplays, aber bis Halo 5 sollten die natürlich nicht ausgehen. Ihr könnt mir gerne immer noch Halo Gameplays einsenden, sei es von Halo 3 oder Halo 4 oder Halo Reach oder auch übrigens an Rainbow Dasher oder so ähnlich, der früher mal Anderswelt hieß. Ich habe deine Nachricht mit Reach empfangen, ich habe nur noch nicht drauf geantwortet. Ich werde schauen, dass ich mir das Gameplay runterlade, bevor ich es vergesse. Danke dafür.
Und ihr könnt das eben genauso tun. Ihr könnt mir gerne von sämtlichen Halos, zumindest bei denen ich capturen kann, ein Gameplay einsenden. Und falls es ein Halo ist, das ich nicht capturen kann, weil es schon so alt ist und ich es nicht besitze und ihr mir gar keine Gameplays senden könnt, weil es noch gar kein Kino gibt, wie Halo 1 und Halo 2, es aber selbst aufnehmen könnt, bin ich natürlich auch immer gerne bereit dafür, dieses zu nehmen, auch wenn ich da leider nicht so viel sagen kann, da ich beide Spiele online nie wirklich gespielt habe, als auch Halo 2 nicht einmal im Singleplayer. Ja, Frevel, Halo 2 ist immer noch das einzige Halo, das mir fehlt, da ich beim Kauf hier einen mächtigen Fail hatte. Mal wieder. Tja. Aber das werde ich vielleicht auch irgendwann anders erläutern, denn jetzt nähere ich mich schon wieder den 15 Minuten, um genau zu sein, habe ich sie bereits überschritten, obwohl ich habe am Anfang ziemlich viel Mimimimimi gesagt. Deswegen könnte es sein, dass ich das noch gar nicht habe. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall nähere ich mich im Zweifelsfall diesen 15 Minuten, falls ich sie nicht schon überschritten habe. Und das Video hat sie sicherlich schon überschritten, wenn ich das Intro als auch das Outro mit einberechne. Und deswegen möchte ich euren Tag gar nicht weiter verschwenden. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auf unserem Blog vorbeischauen würdet, der ist in der Beschreibung zu finden. Auch unsere Facebook-Page habe ich seit neuem mit meinem Twitter-Account verbunden, was für euch im Großen und Ganzen eigentlich nicht viel Änderungen bedeutet, außer dass jetzt hier regelmäßig Aktualisierungen kommen, um nicht gar zu sagen ein richtiger Spam. Also falls das Interesse an unserer Seite gesunken ist, da dort nie was passiert, dies sollte jetzt behoben worden sein. Also könnte man, wenn man lustig ist, drauf schauen. Wenn nicht, ist das auch nicht so wild. Ich spam einfach munter weiter. Und somit gehe ich jetzt wieder dazu über, worauf ich ursprünglich übergehen wollte. Nämlich, schaut auf unserem Blog vorbei, schaut auf unserer Facebook-Fanpage vorbei, schaut, followt mich auf Twitter, liken, kommentieren, favorisieren. Ein Spaß. John Trissack erklärt.